Eines ist klar, der Trend bei der Inflation in den USA, der geht wieder nach oben und das noch bevor Donald Trump jetzt an die Macht kommen wird. Und Donald Trump übernimmt gewissermaßen eine tickende Zeitbombe, die durch die unnötigen Zinssenkungen der Fed letztendlich scharf gemacht wurde. Und Seth Donald wird die dann wahrscheinlich zum Explodieren bringen. Warum war das unnötig? Warum hat die Fed eigentlich im September die Zinsen um 0,5% gesenkt, was die Märkte ja bis wenige Tage vorher überhaupt nicht erwartet hatten? Das war wahrscheinlich politisch motiviert. Man wollte seitens der Fed, der Notenbanker, nochmal den US-Demokraten ein bisschen Rückenwind geben. Das hat nicht umsonst den Donald auch ein bisschen gestört. Und wenn das jetzt so ist, dass sozusagen der Trend der Inflation schon nach oben geht, bevor die inflationären Zölle durch Trump kommen, bevor weitere Inflation dadurch entsteht, dass er das Arbeitskräftereservoir in den USA weiter verringert, viele Firmen animieren wird, in den USA zu produzieren, was zwar schick ist, aber natürlich Nachfrage erzeugt, damit steigende Preise nach sich ziehen wird. Gleichzeitig werden Illegale rausgeschmissen. Das wird so oder so dann eine ziemlich heftige Party werden. Und die Frage ist, ob man im Vorfeld dieser Party mal die Überlegung anstellt, ob es nicht langsam Zeit wäre, Gold zu kaufen und Bitcoin zu verkaufen. Zumindest ist diese Relation zwischen Gold und Bitcoin jetzt an einem Extrem angelangt. Und normalerweise ist es in diesen Zonen, wie ich gleich zeigen werde, eigentlich ganz gut, diese Transaktion durchzuführen. Aber starten wir erstmal mit der Inflation. Hier sehen wir die Erzeugerpreise höher als erwartet, vor allem in der Kernrate höher als erwartet, also ohne Nahrung und Energie. Und hier sehen Sie unten in diesem Chart diese Erzeugerpreise, also die Preise ab Fabrik, die die Firmen aufrufen, die sind seit, muss ich immer gleich den Monitor, die Lampe hier wieder anschmeißen, die sind seit Mitte 23 aufwärts gerichtet wieder. Das heißt, der Abwärtstrend, der ist vorbei. Und dann sehen wir das Ganze auch bei der CPI-Inflation, also den Verbraucherpreisen. Vorhin haben wir die Erzeugerpreise gesehen, jetzt sehen wir die Verbraucherpreise. Und hier sehen wir den 3-Monats-Durchschnitt, der geht wieder eindeutig nach oben. Diese Disinflation, die ist jetzt vorbei. Wenigstens hat die Fed eines gemacht, eines heute klar gemacht. Und das halte ich für sehr wichtig. Vor allem die EZB wollte ja hier in Richtung neuer Klimaplanwirtschaft gehen und den Finanzinstitutionen vorschreiben, dass man praktisch ja seine Klimarisiken benennen müsse, klar machen müsse, welche Vorkehrungen man trifft, ergo nichts mehr in fossile Energien investieren oder Unternehmen, die das fördern. Dementsprechend hat die Fed jetzt Gott sei Dank aus meiner Sicht diesen irren Plan der EZB, der vor allem von der EZB promotet wird, erstmal abgelehnt, denn dieser Plan ist hochinflationär, weil schlichtweg dann das Angebot an fossilen Stoffen, an fossiler Energie zurückgehen würde, was den Preis dieser fossilen nach oben bringt. Gleichzeitig haben wir die Alternativen, die halt mal funktionieren und wie zuletzt eben auch nicht funktionieren. Das ist das große Problem. Aber kommen wir nochmal zurück zur Inflation, meine Damen und Herren. Und wir sehen das erste Mal seit April 23, also seit eineinhalb Jahren, sehen wir, dass sowohl die Core PPI als auch die CPI Inflation wieder über 3% sind, beide gleichzeitig. Also da tut sich was. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass das erste Mal, dass es passiert, dass seit September 22, also seit gut zwei Jahren, sowohl CPI, also Headline Inflation, als auch die Erzeugerpreise wieder am Steigen sind. Und das ist natürlich eine unschöne Situation jetzt für die Notenbank, die gedacht hat in den USA, wow, wir haben ja die Inflation besiegt, das Thema ist gegessen, aber es ist nicht gegessen, vor allem wie wir hier sehen, weil die Servicepreise weiter steigen und wieder deutlich anziehen. Wir sehen, dass das hier passierte, vor allem zum Vorjahresmonat ist dieser Trend unten in dieser Grafik sehr, sehr klar erkennbar. Und so sagt hier ein Twitter-Account, also Paul hat hier letztendlich Donald Trump eine
tickende Zeitbombe überlassen, weil diese Zinssenkungen zu schnell erfolgt sind, nicht wirklich datenabhängig erfolgt sind. Trotzdem sehen die Märkte noch eine 76% Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank jetzt im Dezember nochmal die Zinsen um 25 Basispunkte senkt. Aber man hört schon so bei einzelnen Fed-Speakern die Zwischentöne, die sagen, das wird jetzt ein bisschen enger. Also kann gut sein, dass man nochmal im Dezember die Zinsen senkt, aber das ist wahrscheinlich der falsche Schritt, so oder so schon. Und dann dürfte erstmal Ende Gelände sein. Heute Abend wird sich um 21 Uhr deutscher Zeit ja nochmal der Jerome Powell über den ökonomischen Ausblick äußern. Und der politische Ausblick, der ist relativ klar, denn Seth Donald wird an die Macht kommen und die Zölle sind das Kernstück seiner, all dessen, woran er glaubt. Und diese Zölle sind ja 10% pauschal bis 20% pauschal, also auf alles, was in die USA reinkommt. Und das ist 60 bis 100% auf alles, was aus China kommt. Und das Patterson Institute hat jetzt mal ausgerechnet, was würde das denn kosten? Die Amerikaner, die Durchschnittsamerikaner, und das wären $2,600 pro Jahr. Und das ist eine Menge Holz. $2,600 für Amerikaner, die ja so oft so hoch schon verschuldet sind, wo man praktisch keine Sparvolumina mehr hat, wo man schon am Anschlag ist eigentlich in Sachen Kreditkarten. Die Kreditkartenzinsen fressen die Leute auf, weswegen dieses Buy Now, Pay Later ja immer populärer wird. Und hier sehen wir mal die Reallöhne, also praktisch die Löhne, die real, wenn man jetzt mal die Inflation abzieht, hier der Fall sind. Und dann sehen wir, das ging lange nach unten seit Corona. Hat sich jetzt wieder so ein bisschen erholt. Also nominal sind die Löhne ganz, ganz toll gestiegen. Aber faktisch ist immer noch im Vergleich zu 2021 die Sache negativ. Das heißt, die Amerikaner haben Kaufkraftverluste. Und diese Kaufkraftverluste, die dürften sich jetzt noch beschleunigen, wenn eben die Zölle kommen. Das kommt dann nochmal oben drauf. Und natürlich reagieren dann die Gewerkschaften zum Beispiel schon im Vorfeld, bevor es überhaupt diese Wahl gab in den USA mit der Gewissheit, dass Trump jetzt drankommt, hatten ja diese Hafenarbeiter gestreikt, die ja so wichtig sind für die USA, überall wichtig sind, weil eben 90% der Importe ja über Schiff letztendlich abgewickelt wird. Und hier läuft ja die Deadline aus am 15. Januar. Wenig später wird dann Trump an die Macht kommen und die haben ja letztendlich eine Lohnforderung von über 50%. Das muss man sich mal vorstellen. Boeing muss jetzt 36% mehr Löhne zahlen. Also das sind gewaltige Steigerungen, die hier der Fall sind. Das kannst du als Firma entweder auf die eigene Kappe nehmen, dann frisst es deine Marge, oder du gibst das eben weiter in den Preisen. Auch das eben hochinflationär. Vor allem, wenn dann bestimmte Arbeitnehmer, die jetzt illegal in den USA sind, nicht mehr zur Verfügung stehen. Und deswegen sagt Larry Summers, der ja ehemaliger Finanzminister ist und Demokrat ist, US-Demokrat ist, der sagt, also da sollte man mit Augenmaß vorgehen, wenn man hier diese Illegalen rausschmeißt, denn es wird ganz klar absehbar Labor Shortage geben, also zu wenige Arbeitskräfte. Und ich hoffe, dass Trump das verstehen wird, so sagt er. Aber wenn nicht, dann sollte eines nicht passieren, nämlich dass die Fed dieses Spiel noch mitmacht. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fed dieses Spiel eben nicht mitmachen wird. Das wird noch eine richtig lustige Geschichte zwischen Jerome Powell, der ja noch bis 2026 im Amt ist, und Donald Trump. Und jetzt gucken wir uns mal hier die verschiedenen Länder an. Wie stark würden die leiden? Und am deutlichsten leidet Mexiko offenkundig, dann Kanada und dann die USA selber. Also die sind schon ziemlich weit oben dabei, je nachdem, ob alle anderen sozusagen zurückschlagen mit Gegenzöllen. Die EU zum Beispiel hat das ja vor. Oder ob nur China zurückschlägt, was vergleichsweise unwahrscheinlich ist, dass nur China irgendwie Gegenzölle erhebt, aber nicht die EU oder andere wichtige Länder wie etwa Kanada oder Mexiko, die ja für die USA in Sachen Handel auch sehr, sehr wichtig sind. Also wir sehen, das ist für die Amerikaner, wenn alle zurückschlagen, also auch die EU und China, nehmen wir mal die beiden als die größten, dann würde das etwa 1,3% BIP kosten für die USA.
Also die Amerikaner müssten durchschnittlich 2600 Dollar laut Patterson Institute bezahlen, mehr bezahlen im Jahr, und das BIP würde gleichzeitig schrumpfen in den USA um über 1%, eine ziemlich giftige Mischung. Und was machen jetzt die Chinesen, die am stärksten betroffen wären von der ganzen Geschichte, weil diese Zölle von 60 bis 100% faktisch bedeuten, dass amerikanische Firmen in China nicht mehr wirklich produzieren können, weil es sich nicht mehr rechnet. Du hast ja dann noch die Transportkosten, musst also deine Produkte in die USA transportieren. Das kostet Geld, dann hast du nochmal Zölle obendrauf, 60 bis 100%, das kannst du eigentlich knicken. Aber die Chinesen sagen, und das haben sie dann schon mal gemacht, die werden dann ziemlich radikal ihre Währung abwerten als Gegenreaktion. Dadurch entsteht wahnsinniger Druck in Emerging Markets. Dieser Druck wird irgendwann dann auch auf die Wall Street übergreifen, so wie das eben 2015-16 passiert ist, als eben die Chinesen in einer mit einem drastischen Abwertungsschritt den Yuan abgewertet hatten zum Dollar. Ich kann mich noch erinnern, was da dann los war 2015, im August war das, glaube ich, war Limit Down in den US-Futures 5%, 7,5% verloren. Also das war richtig krass einige Tage, was da passiert ist. Und relativ krass ist schon das, was jetzt schon in China passiert. Wir sehen hier die Tech-Aktien, Chinas Tech-Aktien, also Alibaba und Tencent und wie sie alle heißen, die sind jetzt mal entspannte 20% von ihrem Hoch aus dem Oktober gefallen. Da ist Enttäuschung über den Stimulus dabei, der vorwiegend in China jetzt versucht, diese bankrotten Lokalverwaltungen irgendwie zu retten. Aber eben auch die Aussicht, dass es schwer wird für die chinesische Wirtschaft insgesamt, für chinesische Konzerne insgesamt, wenn dann diese Zölle kommen. Jetzt kommen wir mal zu Gold. Und hier sehen wir, ja, Gold ist ziemlich gefallen, aber in Euro etwas weniger gefallen, weil eben der Euro zum Dollar sehr stark gefallen ist in letzter Zeit, wie hier richtigerweise mein Kollege Johannes Zipfel bemerkt hat. Und wenn wir das Ganze jetzt mal uns anschauen, wenn Sie zum Beispiel investiert hätten 1998 in Gold und gleichzeitig in den S&P 500, alles auf Euro-Basis, dann wären Sie mit Gold sogar ein Ticken besser gefahren. Das finde ich eine sehr interessante Grafik. Und wenn wir uns mal anschauen, ist diese Korrektur, die jetzt bei Gold passiert ist, ein Zufall? Nee, eher nicht. Sven Henrik hatte hier schon im Oktober gesagt, also 24. Oktober, Leute, wir haben einen monatlichen RSI, also eine Überkauftheit, die extrem ist, RSI bei 82. Jetzt sehen wir, dass Gold mal zurückkommt. Aus meiner Sicht eine gesunde Korrektur, aber wenn das passiert, was eigentlich sehr wahrscheinlich bis, ich will nicht sagen sicher, aber fast sicher ist, nämlich, dass die Inflation wieder ansteigt, weil Zölle inflationär wirken, dann werden wir die Situation haben, dass Gold natürlich wieder attraktiver wird als Inflationsschutz. Und das Ganze wollen wir jetzt mal vergleichen mit Bitcoin. Bitcoin ist ja gestiegen aus zwei Gründen. Erstens, weil Trump angeblich jetzt ein Bitcoin-Freund ist, was ich keine Sekunde glaube. Das war sozusagen für ihn einfach aus wahltaktischen Gründen sehr klug, sich da diese Fangemeinde hinter sich zu wissen. Aber jetzt gucken wir mal an die Ratio, also die Relation zwischen Bitcoin und Gold. Und jedes Mal, wenn wir in diesen Extrembereichen sind, dann war es eigentlich gut, dass man Bitcoin verkauft hat und Gold gekauft hat. Die letzten Male, als das passiert ist, wie wir hier sehen, da ist Gold zwar auch gefallen, aber Bitcoin noch viel stärker gefallen. Und aus meiner Sicht haben die Bitcoinistas ein Problem. Die haben ja lange diese Freiheitsideologie vertreten, gesagt, ah super, unabhängig von allen Regierungen, das ist sozusagen das Gegenmittel gegen alle staatlichen Versuche, irgendwie die Dinge hier zu kontrollieren. Jetzt sieht man und denkt man, okay, ja, jetzt machen wir uns reicher, weil eben jetzt ein Staat irgendwie die ganze Geschichte mit Bitcoin adaptieren könnte. Aber dass Bitcoin als strategische Reserve für die USA wirklich auch nur in Frage kommt, ist so unwahrscheinlich wie praktisch nichts anderes. Das wäre ein echtes Weltwunder. Das geht durch die Verfassung gar nicht eigentlich in den USA. Dementsprechend wird das nicht kommen. Also ein zentrales Argument, ja, Bitcoin könnte strategische Reserve werden, das wird nicht der Fall sein. Kommen wir nochmal zu dieser ganzen Währungsgeschichte.
Euro, sehen wir hier, der ist eigentlich ziemlich genau auf dem Weg, auf dem er war 2016, als dann Trump die Wahlen gewonnen hat. Der mexikanische Peso hält sich noch etwas besser, der japanische Yen geht ziemlich genauso und der chinesische Yuan geht genauso. Also wir haben so ein Stück weit das Playbook aus dem Jahr 2016, bis auf den Peso interessanterweise. Und wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten rüberspringen, dann sehen wir, nachdem wir ja so steigende Renditen gesehen haben, fallende Anleihekurse, dass jetzt das sogenannte Equity Risk Premium des S&P 500 in Relation zu Anleihen so gering ist wie noch nie seit vielen Jahren. Also mindestens seit 2003. Das liegt derzeit bei 2,37%. Das Equity Risk Premium ist praktisch die Earnings Yield, also die Gewinnrendite der S&P 500 Unternehmen minus der sogenannten 10-Year Tips Yield, also der inflationsgeschützten 10-jährigen US-Staatsanleihe, inflationsgeschützt, wichtig. Also das zeigte, dass hier natürlich Bewertungen sehr hoch sind, Risiken im System sind, die nicht wirklich eskomptieren, nicht wirklich einbeziehen, was da auf die USA zukommen dürfte. Und ein Punkt, warum Aktien gestiegen sind, ist schlichtweg, dass es immer weniger Angebot an Aktien gibt. Und warum gibt es das immer weniger? Weil eben die Firmen nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen und dann eben eigene Aktien zurückkaufen. Dadurch sinkt das Angebot an Aktien. Das ist so eines der beliebten Spiele, die wir hier sehen. Das ist jetzt in den letzten 3 Jahren massiv passiert. Also diese ganze Hosse, die ist auch ein Stück weit eine Verknappung von Angebot. Im zweiten Teil, meine Damen und Herren, da wollen wir mal gucken, was die Wall Street veranstaltet. Auf der einen Seite dann, was vor allem Europa veranstaltet. Dann wollen wir uns den Euro anschauen, den Dollar anschauen und mal gucken, welche Perspektiven sich da ergeben. Da ist nämlich Interessantes dabei. Wir könnten jetzt erstmal Dollarschwäche sehen und wir könnten auch zurückgehende Kapitalmarktzinsen sehen. Kurzfristig, das dürfte ein kurzfristiger Trend sein, all das ein super spannender Mix, Geopolitik, Marktdynamik, das im zweiten Teil, den Link packe ich Ihnen wieder unten drunter und sage Servus, bis gleich.